Servus, hier ist der Peter. Und was haben wir heute auf der Agenda? Wieder ein sehr brandaktuellen Werkstattfehl. Gleich nach dem Intro. Mercedes W210, die 210 Baureihe, auch Klubschauge genannt, mag ich ja sehr. Günstig, ausgereiftes Auto, schön auf Langstrecke, gibt's, so mag ich's, Avantgarde mit Spielausstattung, machen wir auch mit Vollausstattung. Hier haben wir jetzt einen mit Vollausstattung, also so wirklich voll inklusive Standheizung alles. Ich habe das in meinem älteren Video vorgestellt. Problem ist, er hat vorne einen elektrischen Stuhl, also Fahrersitz elektrisch verstellbar, Memory und so. Übrigens, Memory gibt es bei Jaguar nicht. Ich werde euch zwei Jaguar-Filme die nächsten Tage zeigen. Einmal, wie man den Jaguar einfach mal so ganz grob mit dem Audi A8 vergleicht. Beides sind ja so ein bisschen die Gentlemen unter den Limousinen, was ist so auf den ersten Blick aufgefallen. Und dann natürlich noch den Jaguar im Detail vorstellen. Aber ich finde, dazu braucht man erst immer ein paar Tage und ein paar Kilometer Zeit, dass man auch wirklich in die Tiefe gehen kann und nicht einfach nur so vom Prospekt oder Handbuch sagen kann, ja, das sind wirklich so ein paar tiefere Dinge. Wer aber ungeduldig ist und schon jetzt ein bisschen was mit dem Jaguar sehen möchte, es folgen auf dem Zweit-Channel GI5 zwei Filme. Eine geht um den Papiertiger Deutschland mit den ganzen TÜV, Diplomen, Urkunden, Zeugnisse und andere geht um Glücksspiel, was verboten ist, was jetzt erlaubt ist und was dann das Ergebnis an der Sache ist. Da wird ein bisschen was vom Jaguar schon vorab zu sehen sein. Jetzt kommen wir aber wieder zurück, dass diese Mercedes eigentlich wunderschön ist, eine Vollausstattung hat, diese elektrischen Sitze mit Memory. Er hat orthopädische Sitze, das heißt, da bläst sich hinten laut Dosenstütze auf mit Luft, da kommen wir nachher auch noch gleich drauf. Er hat noch eine Sitzheizung. Dieses orthopädische, die Lordosenstütze funktioniert, elektrische Sitzverstellung funktioniert auch. Sitzfläche funktioniert nicht richtig, also ich habe da so Lederflicken aufgeklebt, man sieht es fast nicht, aber ich sehe es und ich weiß es, es stört mich jetzt nicht unbandig und die Sitzheizung geht nicht auf der Fahrerseite. Ist jetzt nicht schlimm tödlich, aber es steht ja ein Winter vor der Tür und Sitzheizung wäre schon nice. So, ich gucke eBay Kleinanzeigen und sehe, oh, da ist zwei Fahrersitze, also Fahrer-Beifahrersitz, für jeweils 85 Euro und das auch nicht weit weg von hier. Also dachte ich, okay, gehst hin, holst du ab. Dann fahre ich wirklich hin, hat es mal ein bisschen dauert, bis mein Termin, habe da abgeholt, habe bezahlt und dachte mir, ist ja total genial, es ist genau der gleiche Sitz, auch elektrisch, mit Sitzheizung, mit Lordose, also orthopädisch und nicht zerstört. Wie fein ist das? Grundidee ist echt total cool, ich bezahle das, ich nehme den mit. Steht bei mir in der Werkstatt. Zufällig war an dem Tag ein Kumpel von mir da. Und ich habe halt gesagt, hey, ich will heute ein paar Sachen schrauben. Ja, klar, ist er mit dabei. Dann habe ich den bestehenden Sitz rausgeschraubt und wollte halt diesen unbeschädigten reinschrauben. Beim Rausschrauben musst du vier Schrauben lösen. Das ist alles super easy. Dann kippst du den Stuhl. Dann hast du noch drei Stecker. Eine so etwas längliche Schaltschiene musst du erst zur Seite, dann geht's raus. Dann noch zwei Stecker und dann ist noch so ein Luftventil, wo sich das halt dann mit Luft aufbläst, dieses Lordosenteil. So, alles schön abgesteckt. Dann den neuen Stuhl angeguckt. Aha, vorne, wo die ganzen Stecker sind, waren noch Adapter von Feuerlöscher im Weg. Gar kein Problem. Diesen Adapter weggeschraubt. Dann ging es darum, diesen alten Stuhl aus dem Auto rauszuheben. Normalerweise, wenn ich allein bin, hebe ich diesen Stuhl vorne raus. Muss ein bisschen aufpassen mit dem Lenkrad, dass man es nicht zerstört, aber ich hebe den vorne raus. Er sagt, komm, lass uns das professionell machen, lass uns den hinten rausheben. Und ich so, okay, machen wir hinten raus. Ich halte den Stuhl an der Kopfstütze, also jetzt nicht nur, aber halt an dem Eck vorne und er hält es hinten an der Schiene. Über der Rückbank, wo wir jetzt befinden, lässt das natürlich fallen. Die scharfe Metallschiene fällt auf meine Rückbank, was habe ich jetzt da? Nicht nur ein Kratzer, auch ein dickes Loch. Ich zeige euch mal das Foto. Ich trinke jetzt so friedlichen Kaffee, aber da ging ein Schrei durch die Halle. Ohne Scheiß, ich war richtig sauer.
Ich dachte mal so, da ist er geplatzt, der Traum vom perfekten Mercedes, wo alles. So. Jetzt ist vorne noch nicht ausgetauscht, jetzt habe ich hinten schon das Loch drin. Also die Laune war echt mal direkt auf dem Nullpunkt. So. Dann habe ich gesagt, du setzt dich jetzt da drüben hin. Dann habe ich den vermeintlich guten Sitz vorne, wie immer, reingetan, wieder gekippt, die ganzen Anschlüsse angemacht, also Luft, dreimal Strom. Und habe ihn noch nicht festgeschraubt, weil man lernt ja langsam dazu, ähnlich wie beim Autoradio. Habe den Zündschlüssel rumgedreht, aber jetzt nicht so, dass er anspringt, sondern nur, dass die Elektrik an ist. Und wollte den elektrischen Stuhl bedienen. Wisst ihr, was ich getan hat? Nix. Da gibt's denn das. Alles wieder abgesteckt, Zündung aus, vorher. Dann wieder alles angesteckt, Zündung an, elektrisch, geht nix. Jetzt war die Laune noch etwas unterm Tiefpunkt. Also, Zündung wieder aus, alles wieder abgesteckt, ich allein den Stuhl wieder vorne raus, den alten Stuhl, ich allein vorne rein, gekippt, alle Sachen wieder angeschlossen, Zündung rumgedreht, elektrisch funktioniert. Was habe ich gekauft? Ich habe einen Stuhl gekauft, wo das Stromding nicht funktioniert. Das kannst du natürlich komplett vergessen, weil du hast ja dann den Sitz nur in einer einzigen Sitzposition, wenn du es nicht verstehen kannst. Dann hat mein Kumpel natürlich noch die tolle Idee gehabt, ja, wir können ja die Elektromotoren unten umbauen. Dann sage ich, na, das machen wir sicher gar nicht, weil am Ende habe ich nämlich gar keinen Stuhl, der funktioniert. Ja, das machen wir nicht. Das, erstmal sitzt du da ewig dran, diese ganzen Elektromotoren da umzuküddeln. Und ob es dann funktioniert noch, fraglich. Klar, es wäre eine Idee, wenn es mir mal ultra langweilig ist, wenn es wirklich ganz, ganz, ganz langweilig ist, ja, könnte es vielleicht sein, aber momentan habe ich keinen Bock mehr drauf. So, Resultat ist, vom Fahrzeug, es ist jetzt wieder der gleiche Stuhl drin wie vorne, mit dem geflickten Sitzfeld. Klar, man könnte das Sitzfeld auch nähen lassen, aber ich gehe jetzt nicht her und zahle 150 oder 300 Euro für Sitznähen, wenn schon die Sitzheizung nicht funktioniert und das ist mir das Ganze nicht wert. 85 für einen Stuhl, wo das Sitzfeld schön ist, plus die Sitzheizung geht, das wäre natürlich geil gewesen. Okay, also es ist wie vorher, Sitzfeld ist geflickt und dafür Rückbank auch noch kaputt. Ist aber jetzt nicht ganz so wild. Ich konnte einen Kleber nehmen und das war so ein Dreieck, der ist so aufgeklappt. Das Fest, nachdem kaum einer auf der Rückbank hinten drauf sitzt, würde auch nicht viel passieren. Ich weiß es halt, okay. Und jetzt habe ich halt noch bei mir in der Halle einen kaputten Stuhl rumstehen, der halt elektrisch überhaupt gar nicht funktioniert. Da war ich sauer, nachdem aber der ganze Stuhl eh nicht funktioniert, konnte ich wieder drüber lachen und siehe da, man hat ja ein bisschen was gelernt an der ganzen Geschichte. Diesmal jetzt nicht ganz so viel, aber ein bisschen was gelernt. Übrigens, Ersatzteile. Ich habe gelesen in einem Magazin, vielleicht kennt ihr den Bericht, dass es in Spanien neben von Madrid einen riesen Schrottplatz gibt mit 15.000 Fahrzeugen. Also da gibt es ein Meer von Mercedes, ein Meer von BMW, aber auch ganz viel Porsche, also wirklich viele Marken. Teilweise die Teile ausgebaut. Sie wollen es bloß nicht ins Ausland verschicken. Ich wollte mal probieren, ob die irgendwas nach Deutschland schicken wollen oder nach Österreich. Du kannst selber abschrauben und ich habe schon an den Fotos gesehen, dass da richtig wertvolle, schöne Teile da sind. Also wenn mich die Reise mal wieder nach Spanien bringt, dann geht es wirklich in die Nähe von Madrid. Den Riesenschrottplatz muss ich mal sehen, diese Riesenautofertigung. Und ich habe dann schon eine To-Do-Liste von ganz wertvollen Teilen, wo ich dann nachschauen möchte. Wenn du weißt, welche Teile extremst wertvoll und selten sind bei BMW und bei Mercedes, kannst du mir da gerne Bescheid geben, weil ich bin gerade so ein bisschen am Liste basteln. Und bevor man jetzt bis Madrid runterfährt, das ist ja durchaus schön und sonnig warm, regnet momentan vielleicht nicht so viel hier, gibt es denn in Österreich und gibt es denn in Deutschland schöne, große Schrottplätze mit einer richtigen Auswahl? Also jetzt keine, wo so weiß ich, fast nichts da ist, sondern wirklich große mit einer großen Auswahl. Wer hier einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar, möchte ich einen extra Film drum machen. Jetzt sind wir hier fast schon am Ende. Ich wollte nur sagen, eins hat mir nochmal richtig gewurmt. Jetzt kam wieder eine Werbung auf Instagram mit, ja, E-Bikes, wie toll das wäre. Und es gibt das Sushi-Bike, da ist auch involviert einer von diesen Pro7 Kasper. Wie heißt der denn, mir liegt der Name auf der Zunge, der irgendwie mit dem Glas so eine Gameshow macht, der auch in München wohnt. Der hat sich damit beteiligt an dieser Firma und da wiegen die E-Bikes nur 16 Kilo und kosten nur 1.300 Euro und das wäre so eine tolle Lösung für die Stadt. Und dann sagte der das vorstellt, ist aber glaube ich auch der Firmeninhaber, ja und es ist auch gut für die Umwelt. Jetzt sage ich so, okay, was ist jetzt da gut für die Umwelt? Ich habe hier ein Fahrrad, ich zeige es euch mal. Übrigens, das hier ist mein
8 Kilo Steiger, ehemaliges Rennrad, was sich hier mit dem Fixie länger etwas umgebaut hat. 8 Kilo, ja. Und eigentlich muss man das wegwerfen, weil der wahre Umweltschützer kauft sich ja ein neues E-Bike mit Akku und ganz tollem Strom, der so ein bisschen aus fossilem Brennstoff hergestellt wird. Das ist 30 Jahre alt, Alu, wiegt 8 Kilo. Ich glaube, dass das gut für die Umwelt ist, wenn ich damit fahre. Muss ich jetzt hergehen und muss jetzt dieses tolle Fahrrad wegwerfen und mir so ein Sushi-Elektro-Ding kaufen, damit es dann gut wird für die Umwelt. Also mich nervt es langsam echt schon ein bisschen, wie das immer so in den Raum geworfen wird, dass der ganze Akku kruscht, dass dieses ganze Stromzeug gut für die Umwelt ist. Und dann habe ich heute noch gesehen in der Zeitung, ich habe es nochmal im Internet nachgeguckt, das sind die wahren Umweltschützer. Längster Autokorso aus Elektrofahrzeugen schafft Bad Kissingen einen Weltrekord. Also, jetzt gehen Leute her, kauft sich Elektroautos mit Batterien. Ja, so eine Batterie ist ja was Feines, ja. Das ist überhaupt nicht giftig oder irgendwas Schlimmes. Es wird auch nicht aus irgendwelchen aus widrigen Ländern aus der Erde rausgebuddelt oder so. So eine Batterie ist einfach was blitzsauberes, Feines. Hält auch ewig, sicher über 7 oder 10 Jahre. So. Das wird so praktisch zusammengebaut. Da geht man her und hat irgendwo ein externes Kraftwerk. In dem Kraftwerk ist eben nicht nur Sonne, Licht und Luft und Wind, sondern es wird ganz klassisch Kohle verschürt, es wird Öl verbrannt, es wird Gas auch verbrannt, weil es halt gerade noch günstiger ist, gell? Auch wenn wir es dann im Winter nicht haben. Also das ganze fossile Zeugs wird da verbrannt, wird Strom generiert, der geht dann durch die Leitung, findet sich dann in das Auto, na, was da halt noch so übrig geblieben ist von denen viele Liter Öl und Zeugs, die verbrannt sind. Und dann fährt man damit in die Innenstadt und macht einen Autokurs und sagt, hey, hier hinten kommt nichts raus. Ja, wie geil ist das denn? Das sind die wahren Umweltschützer. Also da könnten wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Jetzt bin ich aber wirklich raus und ich sage wie euer Wald. Tschüssikowski, bis Badowski.